Hallo, ich grüße Sie und begrüße Sie hier live aus der Urania. Tja, Hertha spielt heute im leeren Stadion in Mainz und wir sitzen hier in einem leeren großen Saal mitten in Berlin. Und es geht um einen Leerstand, den Berlin gar nicht mehr hat, den es eigentlich schon seit Jahren nicht mehr gibt, nämlich den Wohnungsleerstand. Aber vielleicht gibt es doch ein paar Leerstellen in der Stadtentwicklungspolitik, die wir heute mal diskutieren wollen mit hier sehr prominenten Gästen. Ja, Berlin ist der Mietendeckel vom Topf gescheppert, aber die Stadt wächst weiter und damit steigt der Druck im Kessel. Wir merken das alle. Und sich zu entwickeln und dabei sozial zu bleiben und klimafreundlich. Wie kann Berlin das denn schaffen? Ja, wo kann die Stadt wachsen? Wie kann sie wachsen, ohne dass den Menschen die Mieten und die Preise über den Kopf wachsen? Darüber wollen wir heute reden mit Sebastian Scheel, dem Senator für Stadtentwicklung. Also er muss es wissen, wo und wie sich die Stadt entwickelt, hoffentlich. Jedenfalls dafür ist er eigentlich da. Und Christine Ittmeier, die Präsidentin der Architektenkammer. Dies ist auch eine Veranstaltung der Architektenkammer, der Urania und des Tagesspiegels in unserer langjährigen Reihe Stadt im Gespräch, Berlin im Wandel. Mein Name ist Robert Ide, ich bin Autor beim Tagesspiegel und manche kennen mich ja vom Checkpoint oder aus dieser Reihe und manche noch nicht, denen auch herzlich willkommen. So, zunächst gibt es eine kurze Einführung und zwar von einer Stadtplanerin, die es wirklich genau weiß, nämlich Bärbel Winkler-Kühlken, die uns jetzt erzählt, wie kann sich denn Berlin überhaupt entwickeln? Bitte schön, Frau Winkler-Kühlken. Ja, danke schön. Nicht nur der Mietendeckel ist uns um die Ohren geflogen, sondern auch der Klimawandel und die Pandemie. Und das soll unser Thema eigentlich heute sein. Wie kriegen wir nachhaltige Stadtentwicklung hin? Über Klimaschutz und Klimaanpassung hinaus brauchen wir weitere wichtige Aspekte, die wir in die zukünftigen Planungen zu berücksichtigen haben. Wir müssen Ressourcenschutz und Kreislaufwirtschaft berücksichtigen, Wassermanagement für eine Schwarmstadt betreiben, Natur- und Artenschutz nicht vergessen, Gesundheits- und Denkmalschutz. Und es sind nur einige, ich könnte die Liste fortsetzen, will es aber nur anreißen. Dabei wollen wir natürlich auch lebendige, urbane und gemischt genutzte Quartiere haben. Wir wollen umweltverträgliche Mobilität und wir dürfen schlussendlich auch die stadtwirtschaftliche Tragfähigkeit nicht vergessen. Das heißt, wir brauchen integrierte, ressortmedienübergreifende, innovative und experimentelle Konzepte auf allen Ebenen. In diese Richtung geht auch, und das zeigt das Bild von dem neuen Poster der Leipzig-Charta, es muss eine bunte Stadt werden. Die Stadtstruktur, die wir jetzt haben, müssen wir wahrscheinlich sogar sehr radikal umbauen. Dreh- und Angelpunkt in der ganzen Diskussion ist der Bodenschutz bzw. der Flächenschutz. Boden ist wie Luft und Wasser ein unersetzliches Umweltmedium. Und es hat durch seine Flächenfunktion, seine Standortfunktion einen besonderen Wert. Wir haben in der nationalen Stadtentwicklungspolitik das Flächensparziel 2020 mit 30 Hektar pro Tag gehabt. Das haben wir nicht ganz erreicht. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 45 Hektar pro Tag. Aber 2050 streben wir das Netto-Null-Ziel ein. Berlin stellt sich im Moment so dar, die Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Landesfläche sind 70%. Das ist im Ländervergleich und auch im Städtevergleich sehr hoch. Also im Vergleich der Stadtstaaten am höchsten. Jetzt ist die Siedlungs- und Verkehrsfläche natürlich nicht voll versiegelt, aber die Versiegelungsrate ist mit 35% in Berlin ebenfalls sehr, sehr hoch. Die Zunahme der Versiegelung beträgt seit 2005, neuere Zahlen gibt es leider nicht öffentlich zugänglich, ca. 78 Hektar pro Jahr, also nicht pro Tag, sondern pro Jahr. Wenn man davon ausgeht, dass die Entwicklung in letzter Zeit etwas zugenommen hat, dürfte es auch ein bisschen höher sein. Aber wir haben auch Innenentwicklungspotenziale, nämlich 2015 noch 27.000 Hektar. Das sind viele, viele Fußballfelder. Und wenn man diese 15 Jahre rechnet, einfach mal mit 100 Hektar pro Jahr, dann sind das 1.500.
Da bleibt noch einiges an Innenentwicklungspotenzial über. Wie kann aber die Weiterentwicklung durch Inanspruchnahme neuer Flächen oder ohne Inanspruchnahme neuer Flächen gelingen? Hier sehen Sie noch mal ganz kurz die Kurve, das Ausgangsziel 120 Hektar, hier eingetragen bei 2015 67 Hektar. Es geht nach unten, aber Sie sehen auch, dass noch ein weiter Weg bis 2050 ist. Für die Stadtentwicklung heißt das, meines Erachtens, wir müssen Flächenkreislaufwirtschaft betreiben. Und zwar auf allen Ebenen. Wir müssen Nachverdichtungspotenziale nutzen. Wir müssen Brachen, die eben schon angesprochen waren, entwickeln. Und wir sind da auch schon auf dem Weg. Wir sehen hier jetzt das Beispiel Umnutzung eines Parkhauses zu Wohnen und auf der anderen Seite am Gleisdreieck die Entwicklung eines neuen Quartiers auf einer ehemaligen Bahnfläche, die jetzt als Infrastruktur dann umgenutzt wird. Da ist ein Park, da sind Spiel- und Sportangebote, da geht der schienengebundene Verkehr drüber, ist bestens erreicht. Unten ein neues innerstädtisches Quartier am Blumengroßmarkt. Wohnungsbau. Jetzt das heiße Thema im Moment. 16 neue Quartiere sind geplant, bis 50.000 Wohnungen. 12.000 ist jetzt meine Zahl gewesen, die schon realisiert sind. Es sind aber wahrscheinlich, Herr Scheel hat es gerade eben gesagt, auch noch mehr. 17.000 nämlich. Also es passiert was in der Stadt, aber wir müssen in Zukunft mehr auf die Qualität achten. Wir brauchen Qualität statt Quantität. Wir brauchen proaktive Planungskultur. Wir brauchen auch eine kleinteilige Verteilung von Aufträgen und Grundstücken. Wir brauchen Wettbewerbe und Konzeptverfahren. Das alles ist mühsam, aber wir müssen die gut erschlossenen Infrastruktur- und Innenentwicklungspotenziale nutzen. Hier sind jetzt nochmal aufgezeigt die geplanten Quartiere. Wir sehen, dass es viel in der Stadt passiert, aber eben auch viel am Rand vorgesehen ist. Und was dann dabei teilweise rauskommt, sind solche großen Blöcke. Einmal am Südkreuz und einmal in Stadtmitte. Eigentlich wollen wir aber lieber solche Quartiere haben. Wie können wir jetzt steuern und eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung erreichen? Berlin ist da schon auf einem guten Weg. Grundstücke werden nicht mehr verkauft, sondern verpachtet. Aber die Vergabebedingungen sollten noch angepasst werden, unserer Ansicht nach, auf 99 Jahre und den Zins senken, damit Baugenossenschaften und auch wieder Chancen haben, damit zu bieten. Es muss weiter daran gearbeitet werden, den kommunalen Grundstücksbestand aufzustocken. Es gibt ja den Bodenfonds, ein revolvierender wäre sicherlich noch besser. Das heißt, durch Entwicklung Mehrwert schaffen, den man dann auch abschöpfen kann. Dann, denke ich, sollten städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen eingesetzt werden und das neuere Instrument des urbanen Gebietes, was in Berlin schon eingesetzt wird. Es ist nicht ganz einfach, aber es lohnt die Mühe. Und wo immer es möglich ist, sollte man das tun, damit wir gemischt genutzte Quartiere und lebendige Stadt entwickeln. Also zusammengefasst die Frage, wie kann das weiterentwickelt werden, unser Berlin? Ich denke, wir brauchen eine weitsichtige, proaktive Stadtentwicklungspolitik mit guten Planern und guter Verwaltung, politischer Rückendeckung. Ja, und leider auch einen sehr langen Atem. Danke. Gut, vielen Dank, Frau Winkler-Kürken, für diesen sehr detaillierten Einblick. Und der bringt uns schon gleich zu den ersten Themen. Aber Sie haben vielleicht noch was ganz anderes auf dem Herzen. Und deswegen sind wir auch gespannt auf Ihre Fragen. Die ersten trudeln hier schon ein. Und das Slido, diesem Portal, können Sie Ihre Fragen einschicken. Die landen dann hier auf diesem Gerät.
wo wir jetzt nicht das Hertha-Spiel verfolgen, sondern Ihre Fragen. Also www.sli.do, also Slido. Und der Code dafür lautet statt weiterentwickeln, einfach eingeben und dann landet das hier direkt bei uns an der Bühne, auf der Bühne und wir können dann die Fragen beantworten. Also was heißt wir? Ich schon mal gar nicht, sondern hier die Expertin und der Experte, die ich jetzt noch mal ganz schnell vorstelle. Sebastian Scheel, Stadtentwicklungssenator von der Linken, geboren im wahren Frankfurt, also an der Oder, studiert in Leipzig, lange in Ostberlin gewohnt, jetzt Gesamtberliner, verantwortlich für die gesamte Stadt. Aufgerückt nach Katrin Lomscher, als sie zurücktreten musste, übrigens nicht wegen des Mietendeckels und nun qua Amt verantwortlich dafür, wo wird jetzt gebaut, wie wird jetzt gebaut, wie kann sich die Stadt entwickeln. Naja, und natürlich auch verantwortlich qua Amt für den Schlamassel mit dem Mietendeckel, der vom höchsten Gericht abgeschmettert worden ist. Im Tagesspiegel stand über Ihnen mit edlem Zwirn für radikale Berliner Wohnungspolitik. So, also edel sieht das hier alles schon mal aus auf der Bühne, insgesamt auch hier in Orania. Aber wie radikal Herr Scheel ist, werden wir gleich sehen. Deswegen nochmal herzlich willkommen hier bei uns in der Diskussion. Schönen guten Abend. Ja, der Applausometer wird jetzt angestellt und Sie hören auch schon den tosenden Jubel hier in der Orania. Aber das geht gleich weiter. Christine Ettmeier ist bei uns, Präsidentin der Architektenkammer Berlin. Eine sehr engagierte Kämpferin für die Interessen der Architektinnen und Architekten. Das merken wir hier immer auch in der Reihe. Heute ist ihr letzter Auftritt in dieser Funktion, wechselt dann in die Bundesarchitektenkammer. Im Leben muss ja immer was Neues geben und da ist es schön, wenn man auch was Neues entdecken kann. Das weiß sie auch, wie das geht. Sie ist ja eigentlich aus Schwaben zugezogen. Also bevor die ganzen Schwaben kamen, war Frau Ettmeier schon da in den 80ern und dann in Berlin hier hängen geblieben während ihres Architekturstudiums. Hat als Architektin gearbeitet, viel bei städtebaulichen Ausschreibungen gearbeitet, zu Urban Design gelehrt und sich in Verbänden engagiert. Ja, Villen in Grunewald entworfen, Fassaden in Chemnitz saniert. Also eigentlich alles gemacht, was man so als Architektin machen muss. Und eben seit 2013 Präsidentin der Architektenkammer. Von ihr wollen wir auch hören, wo man jetzt noch schöne Häuser bauen kann und vor allen Dingen wann und wie. Also herzlich willkommen, Frau Ettmeier. Ja, herzlich willkommen. Dankeschön. Gut, ja, wo wir schon so nett jetzt hier zusammensitzen und der Applaus langsam auch abflacht für Frau Ettmeier, können wir die erste unangenehme Frage stellen und die muss natürlich an Herrn Scheel gehen. Wer übernimmt denn jetzt eigentlich endlich mal politische Verantwortung für dieses rechtswidrige Mietendeckelgesetz, was jetzt doch viele Menschen in Bedrängnis bringt, die jetzt doch auch noch Miete nachzahlen müssen? Das ist eine schöne Frage für den Einstieg. Sehr gerne. Kommt von Herzen. Also ich glaube, wir haben uns ja hier gemeinsam auf den Weg gemacht als Koalition, um ein Thema, eine Lösung zu präsentieren. Und dass diese Lösung nicht frei ist von einer Frage, die halt zu klären war. Ja, haben wir die Kompetenz dafür oder nicht? Das war von Anfang an insofern klar. Wir hatten natürlich gute Gründe, dass wir davon ausgingen, dass wir die Kompetenz hätten. Insofern ist es schade, dass uns dieses Instrument jetzt, dieser Weg versperrt ist. Aber ich glaube, die Mieterinnen und Mieter in Berlin haben schon auch anerkannt, dass wir diesen Weg zumindest versucht haben. Weil ich meine, die Probleme sind nicht weg, sie sind weiterhin da. Und deshalb gilt es jetzt, Verantwortung auch zu zeigen und zu übernehmen. Das haben wir auch getan, indem wir auch einen Hilfsfonds, also die Sicher-Wohnen-Hilfen, ja sofort aufgelegt haben, dass Menschen, die dadurch in Bedrängnis kommen, natürlich nicht allein gelassen werden. Insofern, glaube ich, sind da erstmal die notwendigen Themen abgearbeitet. Aber wir müssen natürlich jetzt Druck machen, dass wir im Bund eine vernünftige Regelung bekommen, weil Regulierung ist auf der Tagesordnung und wird auch durch den Spruch aus Karlsruhe nicht von der Tagesordnung genommen. Nun, bevor wir wieder ins große Berlin-Ping-Pong kommen, also der Bund muss jetzt was machen und dann kann Berlin auch was machen und die Bezirke haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, aber die kommen bestimmt dann auch noch ins Spiel. Also die Frage ist ja vielleicht generell, wollen Sie denn die Strategie auch mal ändern, jetzt sozusagen nicht nur für die Bestandsmieterinnen und Bestandsmieter der Stadt da zu sein, sondern eben auch zu bauen, weil ja doch auch gerade nach der Pandemie sicherlich sehr viele Menschen wieder nach Berlin ziehen wollen und umso mehr das machen, umso stärker ist der Druck natürlich auf den Markt. Also die erste Voraussetzung wäre erstmal, dass das unsere Strategie wäre, was sie nicht ist. Weil unsere Strategie war immer eine doppelte. Sie war auf der einen Seite ausgerichtet auf Erweiterung des Wohnungsbestandes, das heißt durch Neubau. Wir haben in dieser Legislatur
schon jetzt nach 3 Jahren, die abgerechnet sind, mehr gebaut als die ganze letzte Legislatur zusammen. Wir werden insgesamt wahrscheinlich 90.000 Wohnungen gebaut haben in dieser Legislatur. Das ist noch nicht der Wohnungsbau, den wir im Schwerpunkt haben wollen, nämlich leistbaren Wohnungsbau. Aber wir sind da auf einem guten Weg. Die landeseigenen Gesellschaften, die haben den Baumotor auch angeworfen. Wir haben dort mittlerweile Stückzahlen an die 6.000 pro Jahr. Und da sind wir genau in dem Niveau, das wir eigentlich auch erreichen wollen, sodass wir hier den bezahlbaren Mietwohnungsbau im Neubau vorangestellen auch. Und auf der anderen Seite, weil Neubau alleine eben nicht reicht, weil die Verdrängung ja trotzdem anhält, weil die Bauten dauert halt ein bisschen, bis sie fertig gebaut sind, dass dieser Druck, der auf dem Wohnungsmarkt vorhanden ist, auch durch regulatorische Eingriffe, dass man dem Herr werden muss. Und da gibt es nicht nur den Mietendeckel. Ich darf daran erinnern, dass wir in dieser Legislatur die Anzahl der Milieuschutzgebiete verdoppelt haben. Mittlerweile leben über 1 Million Menschen im Schutz der sozialen Erhaltungssatzung, also des Milieuschutzes, mit all den Fragen, Abwendungsvereinbarungen, die man schließen kann, Umwandlungsverbote und so weiter, alles, was da dran hängt, Luxusmodernisierung, die sozusagen verboten werden. Allen Ausnahmen, die dann natürlich auch wieder drin sind. Ja, aber klar. Dann wird es ja gleich wieder als Ping-Pong abgetan, aber ja. Auch da kämpfen wir. Jahr für Jahr haben wir den Antrag gestellt, diese berühmten 172 Absatz 4 Nummer 6 zu streichen, diese Umwandlung, das Schlupfloch. Ja, aber da gibt es natürlich starke Interessen, die bundesweit das bisher verhindern. Und wir werden aber nicht müde werden, diesen Antrag immer und immer wieder zu stellen, in der Hoffnung, dass irgendwann die Vernunft siegt. Gut, die Vernunft siegt. Ich glaube, darauf können sich alle sowieso einigen und hoffen wir, dass es bald soweit ist. Wenn man jetzt hier mal, man kommt ja selten raus in diesen Zeiten, zumindest raus aus seinem Kiez. Wenn man jetzt hier aber mal so rund um die Urania spazieren geht, sieht man zwar auch schon einige Neubauprojekte, aber insbesondere im Westteil der Stadt ist es schon auffällig, dass viele Altbauten noch kein Dachgeschoss oben haben, dass es noch ein bisschen Platz vielleicht gäbe, um Wohnungsbau sicher möglich zu machen und vielleicht auch schnell zu realisieren. Also diese berühmte Nachverdichtung, was wir vorhin auch gehört haben. Andererseits, die großen Gebiete stocken gerade. Also wenn man gerade im Norden, wir haben hier ein paar Entwicklungsgebiete gesehen, da geht es erstmal um die ganze Zeit um die Bürgerbeteiligung und dann wird sich gestritten, kommen da 5.000, 6.000, 7.000 Wohnungen hin. Was glauben Sie, wo könnte man vielleicht noch ein bisschen den Turbo einlegen, Frau Edtmeier, aus Ihrer Sicht, auch vielleicht aus Ihrer stadtplanerischen Sicht, wenn Sie da drauf gucken, wo hat die Stadt denn wirklich noch Potenziale, um schnell zu bauen? Ja. Also die Interessen der Architekten wären durchaus bauen, bauen, bauen. Die Architektenkammer ist ja aber eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und manchmal habe ich fast den Eindruck, wir sind ganz schön allein damit, daran zu erinnern, dass die Baukultur und die Qualität von dem, wofür wir ja meistens öffentliches Geld auch ausgeben, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und wenn Sie mich nach Turbo fragen, dann bin ich einfach die Falsche. Es gibt weder Turbo-Stadtplanung noch Turbo-Bauen. Und wenn man das versucht, geht es meistens schief, aus irgendeinem Grund. Das sind vielfältige Gründe. Wir haben solche Dinge erlebt. Da macht man eine Riesenausschreibung im Paket für Holzbau-Kitas und dann kann keiner anbieten, weil das Paket zu groß ist oder so. Also immer diese ganzen Versuche, so irgendwie den Knoten zu zerstoßen und schnell irgendwie... Das wird nicht funktionieren. Bei der Nachverdichtung gäbe es gewisse Potenziale, wenn die Genehmigungspraxis ein bisschen, sage ich mal, entgegenkommender wäre. Da könnte man sicher manches machen. Aber gerade was Nachverdichtungen zum Beispiel in Großsiedlungen betrifft, muss man eben mit diesen Bürgerprotesten rechnen. Und da wird man so lange diskutieren müssen, bis man Lösungen bekommt, wo dann alle mitleben können. Das lässt sich nicht, wir haben keine Diktatur, das lässt sich nicht einfach schneller machen. Und auch wenn wir große neue Wohnquartiere bauen, da müssen wir mal ganz ehrlich sein, da reden wir über Zeiträume von 10 Jahren. Woher haben wir dort keine Wohnungen? Und alle, die was anderes sich vorstellen, die werden enttäuscht sein, weil das dauert einfach so lange. Wir müssen Bebauungspläne aufstellen, wir müssen teilweise Infrastruktur nachrüsten und wir müssen diese ganzen Beteiligungsprozesse hinter uns bringen. Deswegen ist die Frage, ob diese 10 Jahren und gibt es was zwischen dem Turbo und den 10 Jahren? Ist da auch was möglich? Wir machen das ja alles und ich denke auch, wir sollten aufhören, ständig
gegenseitig uns nur zu kritisieren und vor allem uns immer nur an diesen Zahlen aufzuhängen. Wir müssen auch mal schauen, wo wir bauen und was wir bauen und ob das gegen die Probleme, die wir in der Stadt haben, überhaupt die richtigen Mittel sind. Wir haben jetzt gerade eine neue Studie vom Kompetenzzentrum Großsiedlung, wo nochmal darauf hingewiesen wird, welche riesigen Probleme in den Großsiedlungen entstehen, dadurch, dass eben Menschen aus der Innenstadt verdrängt werden. Und in diese Gebiete, vor allem im Westen, nicht so sehr im Osten, sind diese Probleme, massieren sich diese Probleme. Und deswegen muss man eben auch sehr genau hinschauen, dass man solche Fehler nicht wiederholt und wieder solche Siedlungen baut, die dann ohne städtische Mischung, ohne soziale Mischung und das alles eben zu den Problemzonen der Zukunft werden. Und letztendlich wächst Berlin ja im Moment gar nicht mehr. Und das heißt, irgendwann wird es auch vielleicht mal eine Situation geben, wo wieder Wohnungen leer stehen in der Stadt. Und das werden dann natürlich die ersten sein. So, das haben wir uns jetzt aber notiert. Also Sie, ja. Sie sehen irgendwann die Zeit, wenn wieder Wohnungen leer stehen, so wie nach der friedlichen Revolution, plötzlich ist wieder Platz für alles. Ich denke nur an die Demografie, ja? Gut, also das macht vielleicht, also die Demografie vielleicht nicht, aber... Doch, die Demografie, da reden wir ja gar nicht Hoffnung. Drüber. Meine Generation, ja. die geht, in 10 Jahren sind die alle in Rente, dann werden die vielleicht auch teilweise ihre Wohnverhältnisse ändern. Gut, da denkt ja gar niemand drüber nach. Da können wir gleich drauf kommen. Ich will trotzdem hier schon mal, Sie sehen, ich habe das hier schon mal in die Hand genommen, um mal zu gucken, was gibt es denn eigentlich für Fragen von Ihnen? Und da läuft wirklich eine ganze Menge ein. Ein Nutzer fragt Herrn Scheel zum Beispiel, das ist genau eine Frage, die daran anschließt. Warum gefährdet der Senat durch Versiegelung von Freiflächen das Stadtklima, anstatt Büros umzuwandeln und sich bereits auf versiegelte Flächen zu konzentrieren? Jetzt kommt natürlich gleich wieder das Beispiel mit den Supermärkten. Da muss doch irgendwie auch noch die Wohnung oben drauf. Aber gibt es denn eigentlich auch noch andere Möglichkeiten, die Sie sehen? Oder muss man jetzt eigentlich über die 70% der versiegelten Fläche hinausgehen, wenn man solche ehrgeizigen Ziele hat? Also erstmal ist es sowohl als auch. Das Berühmte, ja. Also es gibt ja niemals diese eine Lösung, ja, die sozusagen alle Probleme einfach aus der Welt schafft. Aber richtig ist, dass wir natürlich gerade bei Corona merken wir jetzt, Homeoffice hat eine hohe Konjunktur, dass es vielleicht eine gewisse Verschiebung geben wird, ich sag mal, weg von dem Büroraumfresser hin zu anderen Konzepten. Die werden uns auch in der Frage der Gestaltung von Wohnräumen vor neue Herausforderungen stellen, weil eben der Arbeitsplatz, der zu Hause ist, auch wieder einen ganz anderen Stellenwert hat und der im Moment nicht mitgedacht ist, ja, oder zu wenig mitgedacht ist. Aber das ist, wie gesagt, auch wenn wir diese Konzepte mitverfolgen, ist schon gesagt worden, Supermarktüberbauung, wo ist versiegelte Fläche, die man vielleicht anders nutzen kann, Mischnutzung, ist das Gewerbegebiet per se sozusagen immer ein Gewerbegebiet oder müssen wir nicht das Gemeinsame, das Miteinander finden, also wir wollen die Stadt der kurzen Wege, ja. Wir wollen ja eigentlich Verkehr ja insofern auch minimieren, dass man sich eben nicht mehr eine halbe Stunde durch die Stadt quälen muss, um auf den Arbeitsplatz zu kommen. Das bedeutet, wir müssen diese berühmte auch Berliner Mischung zwischen Gewerbe und Wohnen natürlich nochmal anders neu konzipieren. Ja. Wir haben das in einigen Gebieten ja versucht. Ich kann an die Knorr-Bremse und die Auseinandersetzung, die wir da hatten. Oder lacht Frau Ettmeier, da kommen wir gleich drauf. Ja. Da kann man bestimmt auch drüber streiten, aber natürlich ist genau das der Versuch, ähnlich wie auch in der Siemensstadt, wo sogar neben einer Industrieproduktion, bei der Knorr-Bremse am Ende ja auch, ein Wohnquartier mit entstehen soll, mit all den Konflikten, die natürlich dort dann zu bewältigen sind, ne? Lärmemissionen und so weiter. Aber wie gesagt, es wird nicht die eine Lösung geben, wo man sagt, naja, wir können alles andere sein lassen, wenn wir nur das machen, sondern wir müssen alles gleichzeitig tun. Das eine vielleicht gerade mit ein bisschen mehr Druck, vorhin gesagt, wir haben einfach viel zu spät auf das Wachstum dieser Stadt reagiert. Und dementsprechend ist natürlich der Druck so immens, dass man auch jetzt erstmal metern muss. Ja, da muss schon auch erstmal zur Entlastung auch Wohnungsbau entstehen. Und das ist am Ende, geht das auch ein bisschen auf Kosten der Qualität. Insofern, die Architektenkammer hat ja gerade ihr Jahrbuch rausgebracht und keine der Landeseigner hat einen Preis bekommen oder war es wert, sozusagen mit abgedruckt zu werden. Das muss uns natürlich auch nicht nur nachdringlich stimmen, sondern muss man mal gucken, dass man da was ändert. Und deswegen haben wir auch Programme gemacht, die auch die gestalterische Qualität nach vorne bringen. Jetzt gehe ich ein bisschen weg von der Frage. Das passiert ja oft bei Fragen, die so kommen. Also im Kern bleibt es dabei sozusagen. Das ist schon ein wichtiges Thema, auch Umnutzung. Aber man muss gucken, die Potenziale sind da auch nicht unendlich. Ja, wir haben ja Büroarbeitsplätze unendlich viele dazu bekommen.
so mit das Nachbauen der Büroarbeitsplätze hat das nicht kompensieren können, was eigentlich an neuen Arbeitsplätzen entstanden ist. Also auch da gibt es einen riesigen Bedarf. Ja, das wird jetzt ein bisschen gerade gegenläufiger Trend, Corona, muss man sehen, wie sich das entwickelt, aber da sind wir ja dran. Meine wunderbare Abteilung 1 ist ja in der Frage der Konzipierung auch da neuer Förderprogramme oder neue Ideen zu finden, auch mit der Architektenkammer. Aber vielleicht dazu gleich, Sie haben ja vorhin schon ein bisschen in die Zukunft geguckt, ist das denn tatsächlich eine Sache, der sich jetzt auch die Architektenkammer stärker widmen kann? Also wie kriegt man sozusagen Industrie, Gewerbe und Wohnen zusammen? Und andererseits, was machen wir mit den ganzen leeren Büros, die jetzt überall in der Stadtmitte rumstehen und vielleicht irgendwann gar keiner mehr in dieser Masse braucht? Ja, ob die wirklich leer bleiben, das wissen wir nicht, genauso wie wir alles andere auch nicht wissen. Das müssen wir einfach auch mal akzeptieren. Wir bauen immer für irgendwas, was wir uns vorstellen, dass es so sein wird. Aber dieses Thema, das beschäftigt uns wirklich sehr. Also diese Frage von Gewerbe, Wohnen, Homeoffice, die Zukunft, ja, die wir alle nicht kennen. Und da haben wir auch versucht, jetzt wird gerade die Bauordnung mal wieder geändert, und haben wir versucht, daran was zu ändern, ins Bewusstsein zu bringen, dass auch in der Bauordnung die Regeln für das Wohnen und das Gewerbe nicht immer so grundsätzlich verschieden sind, dass man das überhaupt nicht miteinander austauschen kann. Und hat es geklappt? Nein, aber vielleicht das nächste Mal. Das dauert immer alles sehr lange. Man muss ja erst mal ein Bewusstsein dafür schaffen, dass genau die Bauordnung das verankert diese Dinge alle so fest, genauso wie die Baunutzungspläne, wo etwas entweder Gewerbegebiet oder Wohngebiet ist. Und da müssen wir dran. Das dauert. Das sind Prozesse, die dauern noch viel länger als einen neuen Stadtteil zu planen, bis dieses Bewusstsein da ist, dass wir so bauen müssen, dass man dort sowohl arbeiten als auch wohnen kann. Früher war das in Berlin selbstverständlich, in Kreuzberg. Und die Menschen mögen nichts lieber als Fabriketagen, wo man wohnen und arbeiten kann. Das alles ist in unseren Gesetzen weder in der Stadtplanung noch in der Bauordnung vorgesehen. Gut, also Sie wissen oder Sie können sich das jetzt schon mal vormerken, heute in 10 Jahren diskutieren wir dann wieder, ob das dann alles vielleicht geklappt hat mit der Bauordnung und ob die ganzen anderen Zukunftsprognosen eintreffen. Aber vielleicht auch gleich noch mal eine Frage, hier sehe ich von Julia Blaut an Frau Ettmeier. Warum gelang der Neubau von Sozialwohnungen in den 10er, 20er, 30er Jahren so gut? Schöne, einzigartige Wohnanlagen mit begrünten Innenhöfen wie die Heidehof-Siedlung, na, da fallen mir auch noch ein paar andere ein. Heute entstehen die immer gleichen unattraktiven Bauklötze für Büros. Haben die Architekten das Bauen verlernt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich wohne nämlich selber in so einem 20er-Jahre-Wohnungsbau. Der ist so gut gemacht, besser geht es überhaupt nicht. Natürlich ist die Ausnutzung des Grundstückes nicht sehr hoch. Ja, es gibt Keller und Dächer, die nicht ausgebaut sind. Also es ist eigentlich nur dreigeschossig, wenn man genau hinschaut. Da würde man heute 6 Geschosse unterbringen in der Höhe. Da können wir noch was unterbringen dann. Also es war damals nicht die Flächenausnutzung im Vordergrund, weil die Grundstücke preiswert waren oder eben auch an Hand gegeben wurden von der Stadt in Erbpacht. Die wussten auch sehr gut, wie gut der Städtebau geht. Sagen Sie mal 2, 3 Beispiele, was sozusagen besonders da werden gut daran ist. Ja, teilweise werden zum Beispiel die Ecken im Nordosten offen gelassen, damit es keine Wohnungen gibt, die keine Sonne bekommen. Es werden Hofproportionen geschaffen, die angenehm sind, die genügend Abstand haben. Da werden Bäume gepflanzt. Also es wird eben vieles richtig gemacht. Man hat oft diese Ost-West-Orientierung, sodass alle Zimmer gut belichtet sind, dass es keine reinen Nordzimmer gibt, sodass die Wohnung sehr flexibel zu benutzen ist und nicht schon gleich von Anfang an festgeschrieben ist, wo Wohnzimmer und Schlafzimmer ist. Aber das klingt ja so, als ob man das nicht heute auch machen könnte, oder? Das kann man heute alles auch machen. Man probiert das ja auch. Es ist ja nicht so, dass alles schlecht ist, was heute gebaut wird. Es wird ja, also das muss ich jetzt schon mal sagen, sehr viel Schönes gebaut. Und ich kann auch nur empfehlen, unsere Ausstellung im Stilwerk. Man kann ja so wenig machen im Moment. Aber die Da-Ausstellung, von der Herr Scheel schon gesprochen hat, bei der leider die Sozialwohnungen nicht so gut wegkamen. Aber es gibt ja viele andere gute Beispiele von Wohnungsbau in Berlin. Das kann man sich schon anschauen. Es ist nicht so, dass nichts Gutes gebaut wird. Das passiert schon. Im Moment sind es hauptsächlich die Baugruppen und die Genossenschaften und auch die privaten Investoren, die vielleicht da qualitativ doch einen Tick mehr drauf achten.
Haben Sie auch den Eindruck? Also was müssten Sie vor allen Dingen dann bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften vielleicht dann noch verbessern in der Hinsicht Standard? Andererseits ist natürlich so, umso besser der Standard wird, umso teurer wird wieder die Mietwohnung. Also es ist natürlich auch dann schwierig, diesen Balanceakt hinzubekommen, oder Herr Scheer? Also Frau Edmer hat gesagt, natürlich ist es heute eine Frage von Ausnutzung von Flächen, weil die Flächen knapp sind und sie sind verdammt teuer. Sag mal, wenn man über Groß-Berlin jetzt der 20er Jahre, sag mal, da waren natürlich noch ganz andere Ressourcen an Fläche da. Aber in der Tat, ein Punkt ist, glaube ich, der wirklich entscheidend ist. Die Frage, wie Stadt damals geplant wurde. Also da geht es noch nicht mal um den eigentlichen Baukörper, das architektonische Gebilde, was dann das Stadtbild auch prägt, sondern die Achsen, die damals schon angelegt waren, die auch auf Wachstum angelegt waren und die heute noch, sag mal, die Verkehrsadern, die Herzschlagadern quasi von Berlin sind, ja, und die eben vor 100 Jahren erdacht wurden. Und dieser Geist, Zukunft zu planen und auch gerade die Frage Mobilität nach vorne auch zu entwickeln, das wünscht man sich eigentlich heute auch wieder. Eigentlich brauchen wir genau so eine Aufbruchsstimmung, um genau diese Grundlagen zu legen, damit wir diesen Siedlungsbau dann vielleicht auch mit Flächen auch im Umland besser gemeinsam mit entwickeln können. Aber natürlich läuft ja gerade der Trend eigentlich genau andersrum. Also ich kann mich erinnern, wir haben hitzige Debatten darüber, wir müssen unbedingt Typenbauten machen, das geht schnell und preiswert und auch mit einem Typenbau kann man übrigens viel machen. Da reichen ein paar gestalterische Elemente und schon wird es nicht mehr der uniforme Schuhkarton. Aber der Trend ist natürlich einer enormer Kostendruck, weil natürlich gerade mit wahnsinnig steigenden Baupreisen, die Bauwirtschaft ist nach wie vor ausgelastet, der stabile Faktor in dieser Krise, ja, die Baupreise weiterhin steigend sind. Und damit ist es natürlich unheimlich schwer, diese kleinen Sachen, die eben Städtebau oder Architektur dann gerade auch interessant machen, die aber eben dann genau der Schluck zu viel sind manchmal. Ja. Und deswegen brauchten wir eben auch so ein kleines Förderprogramm, was wir aufgelegt haben, um eben diese architektonische Qualität dort mit zu garantieren, dass ein Wettbewerb mal stattfindet. Ja. All solche Themen sind da, glaube ich, relevant. Das wird man nicht überall machen können, aber an stadtbildprägenden Orten ist das eigentlich Pflichtprogramm, sage ich jetzt mal so, ja. Ja. Wo es eigentlich sein muss sogar, weil das, was wir dort in die Landschaft stellen, auch wenn wir jetzt unter hohem Zeitdruck arbeiten, ist ja für 50, 100 Jahre genau das, was das Stadtbild prägen wird. Und dementsprechend muss man sich da auch ein bisschen mehr drum kümmern. Aber kommen wir mal zu diesem Thema Nachhaltigkeit auch. Dazu gibt es auch eine Frage hier von Herrn oder Frau T. Hagen, auch an Sie. Herr Scheel, wann wird das riesige Gebäude des Flughafen Tempelhof in Mietwohnung umgewandelt? Das wäre doch eine vorhandene Reserve. Könnte die Linke darauf abfliegen? Also Tempelhof ist ein Wahnsinnsgebäude. Ja. Ist eines der größten Gebäude weltweit. Ich glaube, in Europa sogar mit das größte. Aber es hat halt ein paar Jahre auf dem Buckel. Und wir haben ja, es gibt keinerlei Baupläne mehr, muss man mal dazu sagen. Ja, alles. Aber das Gebäude steht ja da. Man könnte sich das ja angucken, wo jetzt was wie ist. Ja, für den Laien mag das so wirken. Da ist ja ein Gebäude, kann man doch gleich einziehen. Warum steht da alles leer? Ja? Aber da ist Statikprobleme. Was sind für Altlasten in den ganzen Gebäuden? Das ist ja gerade erst erhoben worden. Dann hat es zum Beispiel eine sehr zentrale Heizungsversorgung. Also alles ist von einem System abhängig. Das heißt aber, es ist eben auch schon etwas älter. Das heißt, eigentlich muss da alles raus und neu gemacht werden, um es überhaupt den heutigen Bedürfnissen anzupassen. Ich darf nur erinnern, dass wir ein Riesenthema hatten ja mit der Polizei und so, ob die überhaupt da noch weiterhin in diesen Büros sein dürfen. Die haben gerade eine Duldung der Nutzung, ja? Weil einfach die Standards, die wir heute eigentlich an Brandschutz anlegen, dort alle nicht gewährleistet sind. Und deswegen haben wir ein riesiges Sanierungsprogramm, was ja mit Tempelhof gerade verbunden wird. Wir haben ja gerade den Kopfbau, da brauchen wir eine Drehscheibe, sodass wir dann Stück für Stück diesen riesen Körper, muss man ja sagen, Tempelhof überhaupt mal erstmal in Schritten saniert bekommen, was auch ein riesiger finanzieller Aufwand ist. Und eins ist es sicher nicht kostengünstig. Ein solches Gebäude in dem Zustand, wie es ist, überhaupt erstmal nicht mal bewohnbar, sondern überhaupt erstmal nutzbar zu machen, ist eine sehr teure Angelegenheit. Also für das Geld könnte man auch viele, viele Wohnungen, wenn wir die Flächen dafür hätten, bauen, bevor man sozusagen hier preiswerten Wohnraum
hinbekommen in Tempelhof. Da muss ich leider enttäuschen. Gut, dann ist die Frage zumindest eindeutig beantwortet. Nicht vielleicht im Sinne der Fragerin oder des Fragestellers. Ja, vielleicht einen ganz kleinen Zusatz noch dazu. Gerne, ja. Auch wenn das sicher noch lange dauert, aber das Ziel, dass man dort arbeiten und wohnen kann, irgendwann in dem Gebäude, ist richtig. Überhaupt Tempelhof ist natürlich die Frage. Ne? Auf jeden Fall ein Generationenprojekt, sagen wir es mal so. Klar, ist es, ja. Ja, da kommen noch viele Generationen, die Generationenprojekte haben in dieser Stadt. Wir müssen ja auch noch was haben. Genau, aber vielleicht wäre ja eines, was vielleicht auch erreichbar wäre, Tempelhof ist jetzt wieder stärker in der Debatte natürlich, gerade aufgrund dieses Drucks, den es gibt. Es gibt auch einen Umschwung ein bisschen in den Meinungsumfragen dazu. Sie als Stadtbürgerin, aber auch als Stadtplanerin, sollte man jetzt alles so lassen, wie es ist in Tempelhof, oder wäre da auch noch irgendwo an den Rändern Fläche, Potenzialfläche für besonders tolle architektonische und vor allen Dingen preiswerte Wohnungen? Schöne Frage. Mit der habe ich fast gerechnet. Die Architektenkammer hat sich dazu eine sehr dezidierte Meinung seinerzeit gebildet bei dem Volksentscheid. Wir haben uns das gar nicht leicht gemacht. Wir haben nie gesagt, dass man dort nichts bauen kann. Aber wir haben gesagt, es ist nicht richtig, jetzt so auf die Schnelle mal eben zu sagen, ach ja, den größten Teil in der Mitte erhalten wir und die Ränder knabbern wir so ein bisschen an. Da bauen wir überall so ein bisschen, dann haben wir ein paar Wohnungen, ist besser als nichts. Ich glaube, das wird diesem einmaligen Gelände überhaupt nicht gerecht. Also wenn man es anfassen will, ob das dann Wohnungen werden und wie viele, weiß ich nicht. Aber wenn man das anfasst, dann muss man das richtig von Anfang an nochmal anfassen. Und zwar das gesamte Gelände und nicht irgendwo im Süden am Rand so ein paar Wohnungen hinstellen. Und das haben wir auch damals schon gesagt. Deswegen waren wir eigentlich dafür. Aber was stellen Sie sich da vor? Also eine Landesbibliothek jetzt nicht, nehme ich mal an. Aber was? Nein, was? Also wir stellen uns davor, dass man erstmal das gesamte Gelände anschaut und überlegt, wo kann man bauen, wie viel und warum. Und wo bleibt grün und wie gestaltet man das gesamte Gelände. Und das ist ja gar nie passiert. Es gab x Wettbewerbe, aber es ging immer nur darum, an welchem Rand knabbert man gerade rum. Und das halten wir bei dem Gebiet nicht für richtig. Also es muss schon eine richtig solide Planung geben. Und das ist auch ein Generationenprojekt. Das wird auch nicht die Wohnung, die wir in 3 Jahren brauchen, wird das Projekt auch nicht bringen. Auch hier muss erst Baurecht geschaffen werden, müssen Bebauungspläne aufgestellt, Bürger beteiligt werden. Es ist in Deutschland nicht so, wie man sich das gerne wünschen würde und wie es vielleicht in China ist, dass irgendjemand kommt und sagt, hier bauen wir jetzt hin und dann werden da 10.000 Wohnungen drüber gegossen. Ich bin froh, dass es nicht so ist bei uns. Ich wollte gerade sagen, also da sind wir doch schon ganz froh drüber. Aber dennoch, Ihnen blutet jetzt so ein bisschen das linke Herz bestimmt, wenn Sie das alles hören, was man aus Tempelhof alles machen könnte. Man kann es ja natürlich einfach auch so lassen, wie es ist, oder? Also, Sie wollen es doch so lassen, wie es ist, oder? Ach, Tempelhof ist erstmal immer ein Sehnsuchtsort. Insofern projiziert sich so vieles auf diesen Ort. Natürlich auch der Wunsch nach Freiheit, der ja in dieser Stadt sehr stark ausgeprägt ist und nach Freiräumen. Nun ist die Frage, ist ein sehr großer Freiraum, der dort vorhanden ist. Und die Fantasie ist natürlich dort auch sehr frei. Und es gibt ja viele Leute, die sich viele Gedanken darüber machen. Frau Edmann hat es ja gerade noch mal zum Ausdruck gebracht, aber der Kern bleibt die Frage der Programmierung und natürlich auch eines überzeugenden Angebotes an die Stadtgesellschaft. Es gibt nun mal ein gültiges Gesetz und das ist in einer Volksabstimmung hat eine Entscheidung getroffen. Und wenn man das ändern will, braucht man erstmal einen Dialog mit der Stadtgesellschaft. Was wollt ihr eigentlich wirklich? Und dann braucht es am Ende des Tages ein Angebot, wenn man daran was ändern will an dem jetzigen Zustand, der dann auch noch mehrheitsfähig ist im Rahmen einer Volksabstimmung. Das klingt jetzt aber nicht wie ein absolut klares Nein. Das heißt, nein, ich kann den Wunsch nach Freiraum dort sehr gut verstehen. Und wie Sie ja schon richtig sagen, meine Partei hat sich das ja sogar aufs Wahlprogramm mitgeschrieben. Ja. Aber ich kann auch verstehen, dass andere anders denken. Also das ist ja sozusagen, ich bin ja nicht verbohrt. Ja. Aber wie gesagt, im Moment sehe ich im Moment keine Möglichkeit, dieses Thema, auch wenn es vielleicht fürs Wahlkampf Auseinandersetzung taugen mag, weil es so schön polarisiert, aber dass es das Thema ist, was unser Wohnungsbauproblem lösen würde in Berlin. Das hat man ja manchmal den Eindruck, wenn wir das machen, dann ist alles andere weg. Wir haben wirklich viele Konflikte und viele Themen noch zu lösen, bevor wir dieses Thema wirklich
sinnvoll angehen. Kommen wir zu einem Thema, was hier mehrere Nutzerinnen und Nutzer ansprechen. Also vielen Dank auch für Ihre wahnsinnig gute Teilnahme an unseren Online-Frage, an unserer Online-Fragerunde. Also wir werden gucken, so viel wie möglich zu schaffen. Wir haben zum Beispiel hier Agatha, welche Strategien gibt es, um Genossenschaften zu stärken? Das gab es ja auch immer wieder Kritik jetzt von den Genossenschaften, auch im Zuge der gesamten Diskussion um Enteignung, auch großer Wohnungsbaugesellschaften und auch ums Bauen, Grundstücke fürs Bauen, für Genossenschaften. Also wie kann man Genossenschaften mehr einbeziehen? Sie als Genosse müssten daran eigentlich doch Interesse haben. Also erstmal, glaube ich, haben wir ein gemeinsames Ziel. Und egal, ob das jetzt die großen BBU-Genossenschaften sind oder die jungen Genossenschaften, unser Ziel ist, dass der Wohnungsbestand, der genossenschaftlich organisiert ist, in Berlin mindestens gleich groß bleiben soll, eigentlich sogar noch steigen soll, also prozentual. Und allein, wenn man ihn prozentual halten möchte bei dem, was alles gebaut wird in dieser Stadt, wir haben jetzt ungefähr 10-12%, heißt das, Sie müssten jedes Jahr eigentlich mindestens 1.000-2.000 Wohnungen neu errichten, um diesen Prozentsatz überhaupt zu haben. Was Sie ja wollen. Was erstmal das Ziel wäre. Ja, Sie erreichen es ja im Moment nicht. Im Schnitt haben wir in den letzten Jahren um die 600 gesehen. Und das waren eher so die Jüngeren, manche auch von den Bestandsgenossenschaften. Und wir unterstützen das auch. Darf an das DPF-Vorhaben in Treptow-Köpenick erinnern. Da haben wir sogar das im Widerspruchsverfahren ja sogar genehmigt. Ja, da gab es ja einiges an Debatten zu dem Thema. Aber da gibt es also auch, wir haben eine eigene Genossenschaftsförderung in dieser Legislatur erstmal wieder aufgelegt. Ja? Die gab es nicht. Ja? Also die 70er, 80er Jahre, als viele Genossenschaften sich auch neu gegründet haben, auch in den 90ern noch, auch viel finanzielle Unterstützung erfahren haben, Bremer Höhe und sowas, ist ja alles aus dieser Zeit ja entstanden. Diese ganzen Fördersystematiken sind einfach so nicht mehr vorhanden. Ja? Und deswegen war es richtig, dass aufzulegen, und wir wollen es auch selbst unter diesen haushalterisch schwierigen Bedingungen auch fortführen, die Genossenschaftsförderung, um halt Neugründung einen Impuls zu setzen, aber natürlich auch den Genossenschaftsgedanken auch nach vorne zu tragen. Na, bisher gibt es ja doch viel Kritik von den Genossenschaften, dass es alles zu umständlich ist, dass sie irgendwie kaum Grundstücke bekommen, die verwertbar sind. Ja, ich sage das auch in jeder Runde dort. Also es wird immer die Schöneberger Linse dann rangeholt und gesagt, das ist ja das Schlimmste, was passieren konnte. Ich sage mal, das ist wie ein Mühlstein, hängt mir das um den Hals. Weil natürlich haben wir, da kann ich doch dreimal mal sagen, wir haben da daraus gelernt. Also die Konzeptverfahren, die heute ins Netz gestellt werden. Wir haben, glaube ich, gerade 7-8 Konzeptverfahren zu laufen, die sich an Genossenschaften richten, genossenschaftlichen Wohnungsbau ermöglichen wollen. Die sind kurz, ja, sind relativ klar mit Ergebnissen. Innerhalb von 6-8 Monaten hat man dieses Konzeptverfahren dann auch durchlaufen und hat einen Zuschlag. Und wir haben den Erbbaupachtzins, jetzt wird es sehr technisch, ne, halbiert schon. Ja. Weil das ist immer noch zu viel. Ich will deutlich eine 1 vom Komma haben, was die Erbbaupachtzinsen sind, weil es ist total absurd, wenn ich mich unter 2% finanzieren kann für einen Kredit, den Erbbaupacht, die eigentlich attraktiver sein sollte als der Bankkredit. Früher war das zumindest mal der Grundgedanke, teurer zu machen. Da müssen wir ran. Und da sind wir auch mit Matthias Konnertz und ich sind auch einig, wenn wir auch in Details vielleicht streiten. Da geht es auch um die Dauerhaftigkeit, die 99 Jahre. All diese Themen sind eigentlich schon durch. Und das ist aber noch nicht alles so angekommen. Ja, gut, man merkt, Sie müssen sich durch ganz schön. Die Mietendeckel-Thematik hat natürlich auch vieles überlagert. Ja, da war natürlich, ich sag mal, auch da großes Verständnis zu sagen, wir sind doch eigentlich nicht die, die hier gemeint sein können. Richtig, waren sie auch nicht. Aber es gibt einen Gleichbehandlungsgrundsatz und deswegen mussten sie halt auch unter das Kuratel des Mietendeckels mitfallen. Da konnten wir einfach aufgrund der Rechtssicherheit. Damals gingen wir noch von anderen Themen. Dann ja, ich wollte gerade sagen, so ganz so rechtssicher war es ja dann doch nicht. Ja, das war, ja, ich weiß, ist immer klug geredet im Nachhinein. Ja. Wenn man da vorne dabei war, mit all den Juristen gesprochen hatte, die gesagt haben, das könnte ein Weg sein, da gab es durchaus unterschiedliche Auffassungen, übrigens auch in der Presselandschaft. Ja. Also, deshalb würde ich Presse jetzt, ist vielfältig, das ist zum Glück am Tag der Pressefreiheit hier auch nochmal erwähnt. Vielen Dank dafür. Frau Ettmeier, das eine ist die soziale Frage, wofür ja auch ein bisschen die Genossenschaften stehen und eben das, was wir vorhin erwähnt haben, Typenbauten, was gibt es alles für Möglichkeiten, vielleicht ein bisschen günstiger zu bauen. Das andere ist tatsächlich die Klimafrage. Wir haben es vorhin im Eingangsvortrag gehört. Also günstig bauen ist ja noch das eine und dann muss man ja auch noch günstig bauen, möglichst ökologisch, was die Sache ja meist wieder teurer macht. Wie kommt man denn da raus aus diesem Widerspruch? Müsste man einfach mehr
nutzen, was man jetzt schon hat? Wir haben ja auch schon eigene Veranstaltungen dazu gehabt, aber was gibt es eigentlich für Möglichkeiten auch aus Ihrer Branche, die uns da Hoffnung machen? Also in den letzten Wochen beobachte ich, dass da ein Prozess in Gang ist, der erfährt gerade eine riesige Beschleunigung. Also wir reden nicht nur über Corona, wir reden auch über den Klimawandel plötzlich völlig anders. Und das hat was mit Corona zu tun, weil wir haben durch Corona plötzlich gemerkt, dass Dinge sich unglaublich schnell ändern können, wenn es sein muss. Und jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, beim Klimawandel müssen wir genauso schnell jetzt reagieren und können nicht einfach noch mal 10 Jahre warten. Und ein Fakt ist nun mal ganz klar, dass wir nichts abreißen sollen. Das ist ganz einleuchtend, überhaupt nichts abreißen. Also wenn ich heute noch sehe, wie 50er-Jahre-Gebäude verlottern lassen, systematisch leergezogen werden, damit man sie abreißen kann und dann ersetzen, das geht einfach nicht mehr sowas. Auch 50er-Jahre-Gebäude haben ihre Qualität. Und dort gibt es meistens günstige Mieten. Und wir müssten eigentlich so eine Art Abrissverbot als erstes mal machen. Da muss es wirklich ganz gute Gründe geben. Die Architektenkammer fordert Verbote. Sie haben das hoffentlich jetzt mitbekommen. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal in dieser Reihe. Wir haben so viele Verbote in letzter Zeit gehabt. Da wird man schon auch ein bisschen, ist man nicht mehr ganz so zimperlich vielleicht. Vielleicht ist ja die Umwelt genauso wichtig wie unsere Gesundheit. Ja. Also müssen wir schon an einigen Stellen einfach mal ein bisschen radikaler rangehen. Und dazu gehört das schon, das Ersetzen von günstigen Mietshäusern durch Eigentumshäuser, das sollte einfach nicht mehr passieren in der Stadt. Dafür haben wir das Zweckentfremdungsrecht ja geschaffen. Also genau sozusagen das Zweckentfremdungsrecht. Also sag mal, eine Abrissgenehmigung wird nur erteilt, wenn man Ersatzwohnraum zu preiswerten Konditionen macht. Dann werden eben wieder neue Wohnungen gebaut, aber das sind dann eben die Eigentumswohnungen. Nee, die richtige Frage ist ja die der grauen Energie, die Sie erstellen. Ne? Also sag mal, da ist verbaute Energie, die dort ist und Mutter Erde hat sozusagen nicht unendlichen Rohstoff. Merken wir, Beton wird ja und Zement wird ja auch gerade knapp. Mhm. Dass man also mit den Ressourcen, die man hat, wenn man sie nutzen kann, auch sie weiter nutzen sollte. Und das ist in der Tat eine wichtige Debatte. Ansonsten ist es einfach sehr, sehr kompliziert und es braucht ganz viel Know-how, Fachkompetenz und auch Förderung. Also zum Beispiel alle neuen Baustoffe, alle ökologischen Baustoffe, die sind teilweise noch gar nicht zertifiziert, die darf ich gar nicht verwenden. Der Bauherr hat immer Bedenken, ist das alles auch mit Garantie versehen und so weiter. Dann habe ich das Problem jetzt mit dem Holz. Ja? Jetzt wollen wir hier in Berlin eine wunderschöne, die meisten haben es gehört, Kurt-Schumacher-Quartier, eine Modell-Holzsiedlung. Fantastisch. Jetzt gehen die Holzpreise im Moment völlig durch die Decke. Es passieren einfach immer wieder Dinge, die man gar nicht so vorhersehen kann. Also sich nur auf eine Technologie zu verlassen, ist sicher auch nicht die richtige Lösung. Und wir müssen aufpassen, dass nicht diese Rechenmodelle greifen, wo man sagt, wenn wir so und so viel Kubikmeter Styropor verbaut haben, dann haben wir so und so viel CO2 eingespart. Auch solche Milchmädchenrechnungen sollten wir nicht anstellen. Dazu neigen aber Regierungen, weil wie sollen sie es denn anders machen? Ja? Das brauchen wir aber nicht. Wir brauchen nicht solche Zahlenspiele, genau wie beim Wohnungsbau brauchen wir auch keine Zahlenspiele. Wir brauchen eben intelligente und sinnvolle Maßnahmen. Und die sind sehr, sehr vielfältig. Und da müssen wir alle auch noch viel nachdenken und diskutieren und lernen. Und die Politik muss da mitmachen. So, dann machen Sie mal mit. Interessant ist auch für Sie vielleicht einfach so unter dem Nutzungsaspekt dieser Veranstaltung. Sie haben jetzt schon gehört, also wenn Sie wirklich selber was bauen wollen, Beton wird knapp, Sand wird knapp, Holz wird knapp, also versuchen Sie nicht selber irgendwas zu bauen, sondern schließen sich lieber in irgendeiner anderen Baugruppe zusammen, die das alles schon organisiert hat. Wir kommen noch mal zu einer nächsten Frage. Markus Graf fragt, warum sind die Förderbedingungen für den sozialen Wohnungsbau derart gestaltet, dass allein durch den Bau ohne Grundstückskosten Verlust entsteht? Also das ist auch natürlich wieder eine Frage, die sich vielleicht an die, ja, an die, sag ich mal, Bedingungen richtet, die man eben für Wohnungsbau überhaupt erlassen hat, die Bauordnung und all diese anderen Geschichten. Die Baukosten sind so hoch. Also, dass unsere Förderprogramme so gestrickt sind, dass sie Verlust produzieren, das müsste man dann im Einzelnen mal nachrechnen. Also eigentlich sind sie so gestaltet, dass der Fördervorteil oder andersrum das, was wir wollen. Wir wollen ja günstige Mieten und dann mit einem Kostenzuschuss wird sozusagen das ja abgesenkt. Ja.
Und die sind hochkomplizierte Berechnungen. Das kann sein, dass die einen oder anderen Bauvorhaben das auch nicht hinbekommen und dann eben quersubventionieren müssen. Aber bei den Landeseigenen ist das ja gang und gäbe. Jetzt kann man wieder sagen, da kommt halt auch was dabei raus, muss man vielleicht nochmal nachdenken. Wir haben ja 19 erst nachjustiert und haben ja auch die Mittel nochmal aufgestockt. Wir haben sie sogar nach den Bodenpreisen mit ausgerichtet, dass man auch in teureren Lagen Sozialwohnungen errichten kann und dafür sozusagen nochmal einen Zuschlag bekommen. Ich sage, wir haben unterschiedliche Zuschlagskriterien gehabt für auch Qualitäten, die dann gemacht werden, gerade weil wir gesehen haben, dass so ein One-Fits-All-Lösung im sozialen Wohnungsbau dann aber städtebaulich irgendwann ein bisschen problematisch werden. Wie viel Sozialwohnungen muss man vielleicht auch noch mal nachsteuern, aber ich würde sozusagen die Aussage nicht per se erstmal unterstützen, dass es immer so ist, dass man ein Verlustgeschäft draus macht, sondern eigentlich soll die Förderung so ausgerichtet sein, dass sie kostendeckend ist. Aber auch nicht mehr, nicht viel mehr, das ist auch richtig. Können Sie noch mal sagen, wie viele Sozialwohnungen Sie anstreben? Also nehmen Sie mal an, ich habe vorhin gefragt, was machen Sie eigentlich nach der Wahl? Sie haben gesagt, Sie machen weiter. Wenn Sie denn weitermachen dürften, wie viele Sozialwohnungen haben Sie denn so vor in der nächsten Legislaturperiode? Entschuldigung, jetzt kommen wieder die Zahlen, aber man muss es ja... Muss man gar nicht in Zahlen. Also wir haben ein Ziel. Ich bringe es erstmal in Zielen. Wir haben im Moment noch ca. 100.000, ein bisschen drunter. Alter sozialer Wohnungsbau und neu gebaute Sozialwohnungen ungefähr 100.000. Und eigentlich ist das so eine Linie, die wir gerne halten wollen. Also dass wir Sozialwohnungenangebote in Berlin, auch wenn die anderen weggehen, alter Sozialwohnungsbau, die laufen ja aus der Bindung raus, dafür neue Sozialwohnungen gebaut haben. So, und das heißt, das hängt eher ein bisschen daran, wie viel man da haben will, aber da brauchen wir schon eigentlich Jahr für Jahr ungefähr 5.000, um das auszugleichen. Ja? Allein um es auszugleichen, habe ich noch keine Sozialwohnung zusätzlich mit auf den Markt gebracht. Deshalb ist ja die Vereinbarung, die wir mit den landeseigenen Gesellschaften haben, dass wir sagen, bei einer Wiedervermietung vermietet ihr 63%, also 63 von 100 Wohnungen, die wiedervermietet werden pro Jahr, gehen an Menschen, die Sozialmieter sind. Ja, das sind also auch Sozialwohnungen, die zur Verfügung gestellt sind, aber sind Bestandswohnungen. Ja, die sind meist auch preiswerter, als den Neubau zu machen. Also die muss man also insofern auch mitrechnen, sodass wir insgesamt natürlich schon auch durch Bestandserweiterung versuchen, mehr Potenzial zu machen. Also die letzte Änderung, die wir gerade hatten, ne, wir haben gerade ja von 60%, also 60 von 100 Wohnungen, die an Sozialmieter gehen, 63 von 100. Das macht in Summe, sorgt es dafür, dass 1.000 Sozialmieter mehr eine Wohnung haben pro Jahr. Ja, also sagt man selbst solche kleinen Prozente. Da muss man halt immer aufpassen, dass am Ende des Tages die Mischung noch passt. Ja, das ist ja auch immer eine wichtige Debatte, gerade wenn es um bestimmte Quartiere geht. Aber der Bedarf ist einfach immens und es ist nicht nur eine an Sozialwohnungen, sondern wir haben mittlerweile einen Bedarf auch in der Mitte der Gesellschaft. Ja, also sag mal, auch die Normalverdiener, die überhaupt keine Sozial-WBS-Schein bekommen, haben ein Problem, eine Wohnung zu bekommen, die sie sich leisten können, wenn sie nicht ganz weit draußen oder an anderen Ecken. Das kann Ihnen, glaube ich, fast jede Berlinerin und fast jeder Berliner bestätigen, dass es sozusagen sowohl im unteren als auch im mittleren als auch im sozusagen höheren mittleren Bereich schon sehr schwierig ist. Überhaupt würde jemand jetzt eine Wohnung verlieren durch Umzug, Eigentumswechsel oder irgendwie Eigenbedarfsklage oder was auch immer, dann im eigenen Kiez noch dazu eine Wohnung zu finden, das ist ja faktisch unmöglich inzwischen. Naja, das Konzept, wer sich bewegt, verliert, ist ja mit das Thema in dieser Stadt. Deshalb braucht es ja auch eine Angebotsausweitung. Ja. Die muss klug gemacht werden. Da geht Innenentwicklung auch immer noch vor Außenentwicklung, auch gerade wenn man auch relativ schnell was produzieren will. Aber das bleibt das Thema. Natürlich, wir brauchen dort auch Neubau, aber wir brauchen ihn halt auch zu leistbaren Konditionen. Und das ist das, der Punkt, als wir hier angefangen haben, gesagt, wir haben ja im Gespräch, Immobilienverbände laden ja auch ein, dann hat man so Vorträge, was haben wir vor, was machen wir gerade? Und dann habe ich mal eine Frage gestellt, warum haben die Berlinerinnen und Berliner nicht das Gefühl, dass für sie gebaut wird, wenn neu gebaut wird? Was war denn die Antwort der Immobilienverbände auf diese Frage? Ja, es ist ja eine rhetorische, die wird ja so nicht beantwortet, ja, aber ich hoffe, dass man da ein bisschen zumindest zum Nachdenken auch angeregt hat, weil natürlich die Frage teuren Eigentumswohnungsbau, wo ich heutzutage eigentlich immer nur mit, also eine Erbschaft schon haben muss, damit ich überhaupt dort einsteigen kann. Für 6.000 Euro kann sich kein Normalverdiener leisten, niemand, wenn er nicht die Hälfte quasi von Opa mitbringt. Und da ist doch ein Problem.
Ja, wenn die Leute nicht das Gefühl haben, dass da irgendwie sie überhaupt eine Chance haben, in dieser Stadt eine Perspektive zu entwickeln, wenn sie eben nicht aus ihrer Wohnung raus können. Und dieses Problem kann man nicht ganz wegschieben. Und dafür muss dann eben auch der Staat, aber eben auch die Privaten auch Verantwortung mit übernehmen in den Angeboten, die sie formulieren. Deshalb hatten wir auch die Förderung übrigens, wir haben ja auch ein zweites Segment gemacht, der sagt, nicht mehr reiner Sozialmieter, sondern eben auch Leute mit geringem Einkommen. Ja, oder mittlerem Einkommen. Die sollen auch ein Fördersegment haben. Das haben wir extra geöffnet, weil auch aus der Privatwirtschaft gehört haben, ja, 12, 13, 14 Euro kriegt man immer schlechter los. Und die Mieter, die dann da reinziehen, die sind auch noch so beweglich, die sind da schnell wieder weg. Vielleicht könnten wir auch mal Angebote machen für Leute, die eben sich nicht so viel leisten können, für 8 Euro und so weiter. Man sagt, okay, ja, ist unser Förderprogramm. Wir haben es sogar geöffnet. Dann sagt, du brauchst keine Sozialmieter vorher haben, wenn du nur 34, also einfach mal so ohne B-Plan, ja, in ein Haus baust, kannst du dieses Programm in Anspruch genommen. Leider, obwohl sie das gewünscht haben, bisher keine Abfrage. Aber ich gebe ja da die Hoffnung nicht auf. Seit wann gibt es das Programm und wieso gibt es bisher keine Abfrage? Das seit 19. Das haben wir mit dem Privaten sogar gemeinsam entwickelt. Ja, und gesagt, wir bauen uns euch ein Modul, damit ihr euch da auch beteiligt, weil das ist das Thema dieser Stadt, die Mischung dieser Stadt und damit die DNA dieser Stadt zu erhalten. Und darum geht es uns. Mit den Projekten und auch mit der Kommunikation, auch mit der Privatwirtschaft. Also ist ja auch eine Mehr, dass wir mit niemandem reden würden. Wir reden die ganze Zeit. Ja, vielleicht nicht an runden Tischen, aber die Konflikte bleiben ja nicht, sind ja nicht weg dadurch. Ja? Die bleiben halt. Und die Konflikte drehen sich natürlich schon auch darum, hohe Bodenpreise, hohe Baukosten verlangen natürlich dann auch bestimmte Renditen, ja, die es nicht immer möglich machen. Nun sind wir bei der Berliner Mischung gewesen. Es gibt aber immer mehr Berlinerinnen und Berliner, denen ist die eigentlich wurscht. Die ziehen nach Brandenburg und sagen, ihr könnt jetzt hier eure Stadt alleine haben. Bitteschön. Und nun kriegen wir das ja auch nicht hin mehr, glaube ich, in den nächsten Jahren, auch wenn Sie in die Zukunft gucken können. Vielleicht können Sie auch was anderes sagen. Mit der Vereinigung Berlin und Brandenburgs, da sind ja die Berlinerinnen und Berliner und die Brandenburgerinnen und Brandenburger dagegen. Oder so ein bisschen stehen so ein bisschen davor oder sich im Weg. Aber trotzdem so eine gemeinsame Metropolenentwicklungspolitik, die wäre ja schon eigentlich wichtig für diesen Raum. Auch, sage ich mal, gerade was Sie gesagt haben, wir brauchen sozusagen ein bisschen Vision dafür, wo kann noch gebaut werden, wo kann noch verdichtet werden. Ich sag mal, im relativ zersiedelten, auch ein bisschen überwucherten Brandenburger Umland von Berlin. Also da wäre ja, da gibt es ja noch eine Menge Möglichkeiten. Welche sehen Sie denn aktuell praktisch umsetzbar? Woran hakt es? Also wenn man mit, natürlich muss man gemeinsam mit Brandenburg die Politik machen. Es gibt ja auch den Landesentwicklungsplan, der ist übrigens auch gut und es ist auch schön, dass es den gibt. Den muss man jetzt aber auch mit Leben füllen. Wir haben ja vorgeschlagen, dass man da sowas wie eine Bauausstellung gemeinsam machen könnte. Muss man vielleicht nicht machen, könnte man machen, aber auf jeden Fall muss man zusammenarbeiten. Und es kann jetzt nicht die Lösung sein, dass wir die Grünflächen in Berlin erhalten, was wir natürlich tun müssen, und dafür in Brandenburg alles versauen. Also das ist ja überhaupt keine Lösung. Wir haben aber in Brandenburg tatsächlich viele Städte, die auch gut verkehrlich angebunden sind, die noch diese Potenziale haben, wo es noch aufgelassene Industriegebiete gibt, wo es noch wirklich ein Potenzial gibt. Und das gilt es zu identifizieren und zu nutzen. Und das ist sicher sinnvoller, wenn ich in einer halben Stunde aus einer Stadt im Umland mit der Regionalbahn mitten in Berlin bin, als wenn ich am Berliner Stadtrand mit dem Bus und der U-Bahn eine Stunde brauche. Ja? Also wir müssen in Mobilitätsabständen, Fahrzeiten denken und nicht in Kilometerabständen, weil mit dem Auto sollten wir sowieso irgendwann nicht mehr, vor allem nicht von außen nach innen fahren. Und von daher ist es ein großes Potenzial auf jeden Fall mit Brandenburg. Und zum Glück habe ich bis jetzt zumindest, da müssten Sie mich korrigieren, in Berlin noch nicht dieses, so wie es in Hamburg kennen wir das, da haben die Angst vor jedem Steuerzahler, der aus Hamburg wegzieht. Dieses gibt es zum Glück zwischen Berlin und Brandenburg so in der Form nicht, sodass ich schon... Der Finanzsenator vielleicht eher. Der Finanzsenator vielleicht. Ja, gut. Der sitzt heute mal leider nicht da. So hoch sind die Steuern ja eh nicht. Oder die Möglichkeiten, die viele haben, um Steuern zu zahlen. Deswegen ist es vielleicht... Aber ich denke, das ist ganz wichtig, dass das nicht im Vordergrund steht, ja, in Berlin die letzte Wiese zuzubauen, damit keiner nach Brandenburg wegzieht. Ich glaube, so ist es aber auch nicht. Ich glaube schon, dass dieses Thema erkannt wird, dass wir da gemeinsam gute, also die richtigen Orte identifizieren müssen, die richtigen Entwicklungsachsen.
Und ich bin da eigentlich sehr, sehr optimistisch, weil gerade Brandenburg uns natürlich ein riesiges Potenzial bietet. Aber da höre ich dann Entwicklungsachsen, Verkehrsachsen. Und dann ist es ja meist so, am Regionalbahnhof, dort, wo die Menschen hinkommen sollen, da gibt es dann keine Parkplätze für diejenigen, die dann nach Berlin reinpendeln wollen, weil die müssen ja erstmal, die wohnen ja nicht alle am Bahnhof direkt, sondern die müssen ja dann erstmal zu diesem Bahnhof hin, damit sie dann in die Stadt fahren können. Und meist scheitert es dann an solchen Dingen, auch an diesen kleinen, gerade Verkehrsinfrastrukturproblemen, die Berlin und Brandenburg miteinander haben, auch an der Zugtaktung. Jetzt selbst in der Pandemie sind ja die Züge wirklich übervoll, oft die Pendlerzüge. Also was kann man da machen? Da hat man ja so ein bisschen das Gefühl, dass doch Berlin und Brandenburg ein bisschen aneinander vorbei planen. Oder täuscht das? Also vielleicht erstmal eins. Ich glaube, alle Orte haben natürlich ihre Qualitäten. Ja? Und auch Königs Wusterhausen, um jetzt mal eine, oder Bernau, um das ein bisschen ausgeglichen zu machen, haben oder auch ihre Qualitäten. Oder Frankfurt-Oder. Oder Frankfurt-Oder, ja. Ich bin da sehr gerne aufgewachsen. Ja. Aber natürlich wird man aus Königs Wusterhausen oder Frankfurt-Oder jetzt kein urbanes Zentrum machen. Ja, und es gibt also Gründe, warum Menschen nach Berlin kommen. Und ein Großteil dieser Gründe liegt daran, dass es diesen Charakter des urbanen Zentrums hat. Und wenn ich mir dann so manche Debatten auch hier, auch um Corona, oh, jetzt wird der rurale Raum kommen und alle werden nur noch in ihrem Dorf oder irgendwo am Feldesrand sitzen mit einem Laptop in der Hand und ihren Geschäften nachgehen und in den Sonnenuntergang schauen und die Stadt ist entvölkert. Ja, das ist aber, glaube ich, Unsinn, weil das merken wir ja auch gerade, was fehlt. In diesen Zeiten ist Umgang mit Menschen, das gegenseitige Befruchten, das direkte Sehen, dass ich nicht nur an einem Termin sehe, sondern diese Mischung, die aufeinander prallt und die einfach wunderbar Innovation produziert, aus sich heraus, ohne dass man es organisieren muss. Es passiert einfach, weil dieser Ort da ist. Und dieser Ort ist Berlin. Und deswegen ist die Hauptaufgabe, die wir haben, muss auch in Berlin gemacht werden. Und wir haben auch viele Flächen, die zur Verfügung stehen. Aber eins ist richtig, es wäre auch borniert, wenn man sich hinstellt und sagt, hier ist meine Grenze. Ich sag mal, Falkensee, ja, ist feines Land und Spandau ist aber gut. Spandau bei Berlin, ja. Also wenn man diese Demarkationslinie da sozusagen das Denken aufhört. Und deshalb ist es auch richtig, dass Berlin und Brandenburg, wir haben eine gemeinsame Landesplanung, eine kleine, aber feine Abteilung, aber schon alleine das zeigt, dass dort immer schon gemeinsam gedacht wird, weil natürlich diese Metropole als Kraftzentrum natürlich auch fürs Umland ausstrahlt. Und natürlich ist auch klar, da muss man ja auch sagen, das ist ein gemeinsamer Arbeitslebensort. Ja. Nicht, dass die Berliner zur Freizeit nach Brandenburg fahren, um dann in den Wald zu gehen oder die schöne Potsdam zu besuchen. Ja, gibt ja auch andere Sachen. Sondern natürlich viele Brandenburger kommen ja auch hierher, um Kultur zu genießen und so weiter. Also es ist ja ein ständiger Austausch, der da auch stattfindet. Und das muss man als eine Hauptstadtregion, und so heißt ja auch der Landesentwicklungsplan, auch begreifen. Und ja, da braucht es natürlich noch mehr Abstimmung. Wir haben ja gerade die Strategie, die Gesamtrahmen, strategischen Gesamtrahmen ja gerade verabschiedet. Sollte eigentlich in einer gemeinsamen Sitzung sein. Und Corona-bedingt hat jeder für sich seine Beschlüsse gefasst. Aber es waren dieselben Beschlüsse. Ist ja auch schon mal wichtig. Ja, das hat man bei den Pandemiebeschlüssen auch gesagt. Ja, in dem Fall haut es sogar hin. Also abgestimmt. Okay. So, und natürlich gibt es da ein paar Themen, an denen würde ich auch gerne noch mal mehr Gas geben. Ja? Also sagen wir, wir hatten uns vor 2 oder 3 Jahren schon darauf verständigt, dass auch die Landeseigenen mehr Verantwortung auch in den Umlandgemeinden übernehmen, weil die haben meist keine eigene Wohnungsbaugesellschaft. Ja? Und natürlich haben die mittlerweile auch ein Problem. Also dass der Druck aus Berlin heraus sorgt natürlich auch dort für soziale Verwerfungen. Also bis hin, ich sag mal, zu der Erbengemeinschaft, die das Haus ihres Opas verkaufen müssen, weil einfach die Erbteilsauszahlungen so hoch sind durch die Bodenwertentwicklung, dass sie das Geld gar nicht haben und auch niemals als Kredit aufnehmen können. Mhm. Da müssen wirklich über Generationen ihr Erbe sozusagen weggeben oder verkaufen, ja, für gutes Geld. Also, aber das, wo ja auch das Herz einem manchem so blutet. Ja. Also es hat ja auch schwierige Situationen, die daraus... Aber ich will da mal einhaken. Was wir aber brauchen, ist in der Tat die Frage Verkehrsachsen. Das muss schneller gehen, weil es nutzt überhaupt nichts, wenn die nachher alle mit dem Auto im Stau nach Berlin rein stehen und alles zugestaut ist und alle Leute nur frustriert sind. Also wir brauchen da leistungsfähige Infrastruktur. Und da kommen wir wieder zu dem vor 100 Jahren, wie da nach vorne gedacht wird. Genau so ein mutige Entwürfe, die dann auch
konsequent, und das ist auch ein Thema, was nicht in 5 Jahren geklärt wird, sondern über 10 Jahre, 20 Jahre, dann auch weiter verfolgt werden, sodass man diesen Verflechtungsraum auch wirklich miteinander verflechtet. Gut. Die Verkehrsachsen, ist gut, dass Sie das nochmal gesagt haben, aber bei einer Sache wollte ich jetzt nochmal nachhaken, dass die städtischen Berliner Wohnungsbaugesellschaften faktisch sozusagen im Umland auch stärker aktiv werden sollen. Das ist jetzt was, was ich jetzt bisher selten gehört habe. Ist das wirklich sozusagen jetzt ein Plan, dass die dort auch aktiv werden und dort eben Wohnungen bauen? Sie sind da schon. Also wie gesagt, Falkensee, die DGWO baut dort Wohnungen, die Stadt und Land baut, GEWOBAG wohnt in Königs Wusterhausen. Ist da an einem Projekt mit beteiligt. Also das passiert schon. Also wie gesagt, weil es ist doch absurd, dass wir in Spandau an der Landesgrenze quasi da ist ein Wohnungsbestand und 500 Meter weiter, bloß weil es dann Brandenburg sich nennt, ja, darf ich dann dort keine Wohnung errichten, obwohl es quasi derselbe Bezugsrahmen ist, der ein Hausmeister alles abarbeiten kann. Also das macht ja wenig Sinn. Natürlich ist auch klar, dass wir keine Berliner Steuermittel in Brandenburg verausgaben. Ja? Die haben aber ihren eigenen Förderprogramme, die dort stattfinden. Und deswegen macht es auch Sinn für eine landeseigene Gesellschaft, die so potent und stark sind, sich natürlich auch dort mit zu engagieren. Allerdings muss man natürlich immer gucken, eine Leistungsfähigkeit, das kann natürlich kein Hauptthema sein. Aber das müssen sie auch tun, weil eben sonst werden es nur die Privaten sein. Und wenn es nur die Privaten sind, lösen die Themen nicht in den Kommunen. Das hat auch was mit kommunaler Nachbarschaft zu tun. Gut, wieder was gelernt, und das ist immer das Wichtigste bei solchen Veranstaltungen. Ich habe hier noch mal eine Online-Frage, fast schon die letzte, die wir jetzt rannehmen können, von Markus. Eine große, alle Einkommensklassen ansprechende Trabantenstadt in Brandenburg mit Einbindung des ÖPNV. Wäre das nicht die Lösung unseres Wohnungs- und Flächenproblems? Ganz klar nein. Großmachnow statt Kleinmachnow, wie wäre das? Ganz klar nein. Und zwar aufgrund unserer Geschichte. Es gibt ja solche Trabantenstädte, gerade in Wien, Aspern ist so ein Beispiel, und das ist auch relativ gut gelungen. Nur wir haben gar keinen Grund, sowas zu machen, weil wir haben ein wahnsinnig tolles Schienensystem, das haben wir schon, rings um Berlin herum, in alle Richtungen. Wir haben seit dem Mittelalter ein Geflecht von Stadtkernen, die miteinander durch Flüsse meistens verbunden waren. Also wir haben das alles schon. Wir brauchen gar keine neuen Trabantenstädte gründen, sondern wir können an diesen alten Stadtkernen andocken mit den Verkehrsverbindungen, die wir haben. Also im Grunde sieht es eigentlich so aus, als wäre da sehr viel möglich. Und ich glaube, da ist auch sehr viel möglich mit den Verwerfungen und Problemen, die Herr Schill gerade beschrieben hat. Natürlich ändert das in diesen Städten dann auch ganz viel für die Eingesessenen. Die werden das nicht immer gut finden. Aber das sind einfach Prozesse, die werden stattfinden, ob man will oder nicht. Die kann man gar nicht so großartig steuern. Weil der für die Städte in der zweiten Reihe auch richtige Chancen nochmal. Und für die in der zweiten Reihe sind es natürlich wichtige Chancen, Frankfurt-Oder. Je schneller die Verbindung wird, desto mehr wird es eine Möglichkeit sein, dort zu wohnen und in Berlin zu arbeiten. Und wenn ich in Berlin am Stadtrand wohne, so aufregend ist das auch nicht in Starken. Ja? Also das ist durchaus eine Alternative. Und ich denke, das wird auch kommen. Auf jeden Fall wird es kommen. Aber diese große neue Stadt irgendwo in der Pampa, die brauchen wir nicht. Es gibt so eine tolle Sache, so wie diese Eco-City in Wünsdorf auf dem Militärgelände. Das ist ja auch die Nutzung eines Geländes, was schon bebaut war. Sowas sind natürlich tolle Geschichten. Das ist auch gut angebunden. Aber ich warne immer vor der Idee, dass eine Idee oder ein Konzept, eine große Stadt alle Probleme löst. Und da denke ich, wir versuchen ja auch mit diesen Stadtquartieren, das sind ja quasi Kleinstädte, ne? Wenn man 5.000, 6.000 Wohnungen, 10.000 Einwohner, die dort sich wiederfinden. Also da plant man eine kleine Stadt, ja, aber da müssen wir innerhalb noch mal, der Stadtgrenzen. Ja. Da müssen wir schon noch mal drüber reden, Herr Schill, wie man so eine Stadt plant. So, reden wir. Deswegen haben wir so viel Partizipation, große Wettbewerbe, die an einem sehr frühen Stadium schon alle Leute mitnehmen, sagen, wie soll die Programmierung sein, Projektbeiräte, gerade beim Blankenburger Süden. Jetzt im Buch machen wir das ja auch. Also wo man schon versucht, in einem Stadium, wo man früher eigentlich in geschlossenen Räumen das nur agiert hat, jetzt schon drüber zu reden, was sind die Qualitäten, die gewünscht sind, welche Themen kann man aufnehmen. Aber was fehlt Ihnen da noch, Frau Edmeier? Das klang jetzt schon so ein bisschen durch, als ob da noch ein bisschen Verbesserungsbedarfe sind. Es wurde ja gefragt, warum die 20er-Jahre-Siedlungen so gut sind. Also da gehören die Freiräume dazu.
Da gehört der öffentliche Raum dazu, da gehört die soziale und vor allem auch die Mischung. Da darf es nicht mal nur einen Supermarkt geben, ja, sondern das muss eine richtige, also da muss es auch wirklich eine richtige Stadt irgendwann werden. Und das ist nicht einfach, so eine neue Stadt herzustellen. Ich glaube, in Adlershof ist einiges gelungen, wenn auch nicht alles. Hat, glaube ich, 20 oder 30 Jahre gedauert. Ja. Das muss uns einfach klar sein. Ja, Herr Scheel ist es hoffentlich auch klar. Wir werden sehen, wann Sie die nächste flammende Rede im Senat für die große Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg halten. Ich habe noch mal eine Abschlussfrage an Sie beide. Was glauben Sie, wann leben in Berlin, nicht jetzt Berlin-Brandenburg, wann knacken wir dann irgendwann doch vielleicht die nächste Millionengrenze, 4 Millionen Menschen, und wie viel werden davon denn noch Mieterinnen und Mieter sein, die sich das leisten können? Was glauben Sie, Frau Altmaier? Ich kann dazu nichts sagen, ob Berlin die 4-Millionen-Grenze knacken wird in diesem Jahrhundert, weiß ich nicht. Es klang vorhin nicht so, dass Sie gar nicht so glauben, dass es Ich glaube jedenfalls so nicht, dass man einfach denken kann, weil jetzt 5 Jahre lang Berlin so gewachsen ist, dass es noch 20 Jahre so wächst. Also das wäre einfach sehr naiv, so zu denken, weil, wie gesagt, dieser demokratische Faktor, die Hälfte der Bevölkerung wird bald über 60 sein und so weiter. Berlin hat noch das Glück, dass viele junge Leute nachziehen. Ob das immer so bleibt, wissen wir auch nicht. Aber es wird sich schon gut entwickeln. Ich mache mir nicht wirklich Sorgen um Berlin. Aber ob wir jetzt 4-Millionen-Stadt sind, das ist mir eigentlich nicht so wichtig. Und ob die in Brandenburg oder in Berlin wohnen, ist mir auch nicht so wichtig. Was ich sagen würde, eigentlich gibt es genug Wohnraum in Berlin. Das wollte ich heute Abend auch mal noch sagen. Wir haben über 40 Quadratmeter pro Person. Das ist natürlich eigentlich sehr viel. Und wenn man langfristig denkt, dann kann man ja auch darüber nachdenken, dass sich der irgendwann mal wieder ein bisschen besser verteilt, als es im Moment der Fall ist. Also ich glaube, ich sehe das ganz optimistisch für die Zukunft. Ich glaube, Stadtentwicklung hat nicht nur die Aufgabe, immer neu zu bauen und mehr Wohnungen und mehr Menschen, sondern es muss einfach schöner, besser werden. Jede Stadtentwicklung muss auch eine Qualitätsverbesserung sein, auch für die, die schon da sind. Und das ist die Aufgabe von Stadtentwicklung. Das heißt nicht Stadtwachstum, sondern Stadtentwicklung. Das ist ein schönes Wort, gerade von einer Architektin. Vielen Dank. Herr Scheel, was glauben Sie? Also geht es jetzt mit dem Wachstum doch nicht mehr so voran, wie Frau Altmaier glaubt? Oder also in einem, da doch nicht einem stimme ich ja Frau Altmaier zu. Natürlich ist es von vielen Unwägbarkeiten getragen. Ja, also auch hier wieder, was für Krisen, für Wanderungsbewegungen auslösen, können wir schlecht vorhersagen. Wir können nur sagen, bisher, in den letzten Jahren, war es so, dass der Zuzug, der nach Berlin sich orientiert hat, aus dem europäischen Ausland vor allen Dingen getragen war. Ja, er war nicht mehr aus Deutschland, das ist alles abgesaugt, wenn man so will. Die hier nach Berlin kommen wollten, kamen her. Da Berlin aber die Metropole in Deutschland ist und Deutschland immer noch weiterhin eine starke Wirtschaftsnation ist und auch aus solchen Krisen auch stärker tendenziell hervorgehen wird als andere, wird also die Attraktivität für Leute aus dem europäischen Ausland, aus anderem Ausland, weiterhin meines Erachtens hoch sein und wird dementsprechend auch Anziehungskraft ausüben. Der große Unterschied zu früheren Zeiten war, dass Berlin immer mehr so eine Durchlauferhitzer war früher. Ja? Man ist hier zum Studieren hergekommen, ein bisschen Party und dann irgendwie zum Arbeiten woanders hingegangen. Mittlerweile ist aber, nicht nur durch die Start-ups, sondern hat sich eine wirtschaftliche Fundierung entwickelt, die mich zu der Überzeugung kommen lässt, dass Berlin weiterhin einen Wachstumspfad haben wird. Nicht mehr ganz so stark, nicht mit 40.000 pro Jahr, aber durchaus 20 und mehr können das so durchaus noch sein. So sind ja auch unsere Prognosen, die bis 2030 schon an die 4 Millionen rankommen. Aber ehrlich gesagt, das ist aber in der Tat, ob es jetzt 4 Millionen, 4,1 oder 3,9, wir sind die Metropole in Deutschland, die anderen sind weit, weit weg. Ja, also deswegen mache ich mir darüber ehrlich gesagt keine Sorge. Wir müssen gucken, wie wir die Leute unterbringen, dass sie das, was sie hierher bringt, nämlich dass sie eine Perspektive hier sehen, dass Berlin etwas zu bieten hat, dass sie dieses Versprechen auch erfüllt wird. Das ist unser Job, den wir am Ende als politischer Rahmen haben, dass wir dieses Versprechen auch erfüllen können. Und da mache ich mir insofern um Berlin erstmal keine Sorge.
Aber wir werden natürlich schauen müssen, wie wir das sozial gestalten und dass wir nicht die gleichen Fehler machen, die am Ende Paris, London, Madrid, Rom, diese verödeten Innenstädte, ja, wo sozusagen nur noch Superreiche sich das Leben leisten können, das soll sozusagen nicht der Zielpunkt sein, sondern wollen schon dieser Innovationsmotor sein, auch für Metropolenpolitik sozial zu gestalten. Ja. Also diese Mischung zu erhalten, das ist schon ein Thema und wir haben die Chance dazu, weil wir diesen Nachholeneffekt, ja, den wir jetzt machen, gibt uns zumindest die Chance, mal zurückzugucken und auf andere zu schauen, was dort so gelaufen ist und zu versuchen, einen anderen Weg zu, einen anderen Pfad zu beschreiben oder auch zu gehen. Und die Eigentumsquote, also am Ende des Tages, ja, ich glaube, wir sind eine Mieterstadt, werden eine bleiben. Das hat ja auch was mit der Beweglichkeit zu tun. Ja, Eigentum verpflichtet ja insofern auch meist ziemlich sesshaft zu sein, ist ja eine Immobilie. Deswegen glaube ich, dass das Modell Miete auch weiterhin ein zukunftsfähiges Modell ist. Bei den Preisen, die im Moment eh aufgerufen werden, ist das die Eigentumsbildung eh eine Illusion. Gut, dann wissen Sie das auch. Also warten Sie noch damit oder lassen Sie es gleich sein. Auf jeden Fall sage ich Ihnen auch danke für die wahnsinnig vielen Fragen. Wir haben versucht, wirklich viele zu beantworten, haben nicht alle geschafft. Wenn wir jetzt hier in Aurania zusammensitzen würden, könnten wir danach uns auch noch unterhalten über die ein oder andere Sache. Das geht bestimmt bald wieder und darauf freuen wir uns. Buchen Sie schon mal Ihren Impftermin, damit wir uns dann alle hier bald wiedersehen können. Ansonsten lesen wir uns natürlich auch täglich gerne im Tagesspiegel und sehen uns hoffentlich bald wirklich wieder von Angesicht zu Angesicht, nicht nur auf einer Bühne, sondern richtig hier zusammen in einer grünen, hoffentlich weiter lebenswerten Stadt, einer Stadt, die man sich auch leisten kann und in der man gerne wohnt. Und in der man gerne so eine schöne Diskussion hat wie mit Ihnen, Frau Edtmeier, und mit Ihnen, Herr Scheel. Vielen Dank, dass Sie auch da waren und natürlich, dass Sie, wir alle hier, einen Corona-Test gemacht haben und der negativ war und dass sonst die ganze Diskussion sehr positiv verlaufen ist. Vielen Dank dafür und ich grüße Sie. Danke. Einen schönen Abend. Vielen Dank für die Moderation. Sehr gern.